Und muss man nicht am Anfang irgendwas zu dem Format sagen? Ja. Also, hallo und herzlich willkommen oder irgendwas? Ja, du musst so mit dem Gesicht so hallo und willkommen. Ja, oder? Das ist der Spalentorweg. Da hätte ich jetzt fast eine Wohnung gehabt. Da haben wir eine Wohnung angekommen. Ja, das ist eine schöne Straße. Ja, sehr. Also hier hat Nietzsche gewohnt, das erzähle ich dir gleich. Und hier habe ich mit Loredana gewohnt. Hier? Ja, warte mal. Die ganz oben da. Da, hier. Das war eine Dachterrasse. Ganz oben, ja, Dachterrasse. Eine Einzimmerwohnung. Ach was. Ja, das ganze Teil da ist da. Einzimmerwohnung. Mit viel Außenraum. Und eine riesen Terrasse. Da sind wir aufs Dach gestiegen, habe so super 8 Filme gemacht, meine Fotografien gemacht und Gedichte geschrieben da oben. Ja. Hab aufgehört, Theater zu spielen, mal eine Zeit lang, dachte ich. Aber, und welches Jahr war das? Das war 81. 81, 82. Aber noch vor der Wende. Und geheiratet. Und in Basel geheiratet? Ja, Basel geheiratet. Ich wusste gar nicht, dass du verheiratet bist. Also ja, Loredana kenne ich. Ist das blöd? Nee, aber habt ihr euch in Basel kennengelernt? Ja. Wo denn? In der Kunsthalle. In der Kunsthalle? Ja, und da haben wir einen Tag vorher waren wir in der Kunsthalle. Da haben wir gearbeitet am Theater, der Hans Schenker und ich. Und der Muchtar Samurai, der Regisseur, war dabei. Und bei dem habe ich zum ersten Mal hospitiert. Ja, und der Muchtar Samurai, da habe ich gesagt, morgen treffe ich hier die Frau meines Lebens. Habe ich einfach so gesagt. Und am nächsten Tag saß sie da. Nein. Ja. Und was habt ihr da gemacht damals mit dem Schenker? Ein Stück? Also ja, das war dieses Skandalstück, was wir gemacht haben. Kaiser und Architekt. Ja. Und das hat einen riesen Aufruhr gegeben in Basel. Muchtar Samurai hat Aufruhr. Nein, Muchtar Samurai hat es inszeniert. Ja, aber das war doch kein wirklicher Skandalregisseur. Aber das war damals ein Skandal. Echt? Wir haben ein schwules Paar gespielt. Ach ja, echt? Und wir haben da wilde Sachen gemacht auf der Bühne. Kann dir der Stefan nachher erzählen. Ja. Ja, der kennt da Geschichten dazu. Ich erzähle sie lieber nicht. Aber es war so, dass es halt da Trudi Gerster zum Beispiel, so eine ganz berühmte Frau da in der Schweiz, die so Märchentante. Ja. Die hat da so Leute engagiert mit einer Riesengruppe von Leuten, die da vorgegangen sind. Und da war Proteste, gab es Bombendrohungen. Dann sind die von der Nationalpartei, da diese SVP oder was, ja. Ja, die sind da gekommen, so ältere Herren, und die sind auf dem Intendanten losgegangen, haben mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Also war ziemlich massiv, war das. Ja. Und wer war der Intendant? Stadtkuss. Ah klar, Horst Stadtkuss. Horst Stadtkuss, genau. Ja, war Intendant. Und ja, und das war damals, das war, und da war eben genau das, wo dieser Typ dann über die Sauspieler geschrieben hat. Ja. Ja. Der, dieser hier war die Sauspieler. Dieser Nationalrat oder was das war. Ich weiß nicht mehr genau, und er hat in der Zeitung einen Artikel geschrieben über die Sauspieler. Also wo die alle waren extrem entrüstet. Es war dann in eine Riesendiskussion im Theater, in dem ganz großen Foyer. Ja, wir haben sie auf der kleinen Bühne gespielt, aber im ganz großen Foyer war knallvoll. Bei dieser Diskussion war ein Riesengeschrei und Leute sich tierisch aufgeregt. War immer ausverkauft, ja, war echt was los. Da habe ich auch das erste Mal mit einer Schlange zusammengespielt. Das haben sie mir im Zolli da, haben sie mir das beigebracht. Da bin ich immer zum Zoo und habe am Zoo immer trainiert mit den Schlangen. Ich habe die auch noch in der Volksbühne mit Schlange gesehen. Ja, ja. Ja, ja. In Fangs und Schöller. Ja, genau. Ich habe dann ständig dem Stadtkuss gesagt, ich würde gerne Regie machen. Und weil man immer spricht, so wie schwierig das ist. Ja. Und man hat mich halt immer belächelt, so, ja, Herbert, ja, lass mal, ja, und so. Aber ich durfte dann einmal Regie machen, wie ein Freund von mir, der Felix Hanschin, gestorben ist, ein Galerist, genau. Über den ich den Dieter Roth kennengelernt hatte damals auch. Und der hat sich immer gewünscht, dass ich mal Murmelmurmel mache, das Stück. Ja. Und von Dieter Roth. Von Dieter Roth, genau. Ja, genau. Ein Nicht-Text, ein Nicht-Theater-Text. Und der Felix hatte dann irgendwann einen Schlaganfall oder so, ja, und der war dann hier im Spital. Und dem ging es danach nicht mehr gut. Und der hat dann zu mir gesagt, also wenn er stirbt oder so, dann soll ich zu seiner Beerdigung Dieter Roth machen. Ja? Murmel, ja. Murmel. Hier in Basel. Am Baseltheater. Ja. Und das durfte ich dann machen. Also war dann nur eine Aufführung. Und das haben wir irgendwann an einem Tag probiert. Und zwar zum Gelächter der ganzen Beerdigungsgesellschaft haben wir dann das auf der kleinen Bühne aufgeführt.
Und deswegen habe ich dann später auch, weil ich wollte das dann irgendwann tatsächlich machen. Aber mit der Regie wurde nie was, aber ich durfte hier am Basler Radio durfte ich sehr viel machen. Also da habe ich seltsame Musik-Sachen gemacht, so richtig bei der klassischen Abteilung. Und das Geld, was ich da verdient habe, habe ich verwendet, um meinen ersten Film zu machen in Zürich. Und das war der Film Die Suppe. Und der wurde dann tatsächlich vom Schweizer Fernsehen gezeigt, so 9 Uhr abends. Und am nächsten Morgen, also am Abend rief mich noch der Blick an, wie ich dazu komme, dass ich das zu so einer Sendezeit bringe. Und dann habe ich dem Blick damals gesagt, na, ich hätte es toll gefunden, wenn die das zur Stadt der Tagesschau gebracht hätten. Ja. Das haben die natürlich ernst genommen, ich weiß auch nicht wie. Jedenfalls haben die sich tierisch aufgeregt. Und am nächsten Morgen, nachdem der Film lief, war Frontpage der Blick. Müssen wir jetzt jede Suppe auslöffeln oder so ähnlich. Ja? Riesen Aufmacher. Und das ging ein paar Tage lang, dass Leserzuschriften kamen, ob jetzt auch schon kranke Filme machen dürfen und so. Also war ganz schlimm, war ein Riesenhammer war das. Ja? Also das ursprüngliche Haus von ihm gibt es nicht mehr. Von Nietzsche ist abgerissen jetzt. Worden. Ja, ja. Das Haus abgerissen worden ist. Ja, das ist aber schon, glaube ich, in den 50er Jahren. Und hier war eigentlich immer das Schild. Da hinten. Ah, hier steht's. Hier wohnt Friedrich Nietzsche. Genau, da. Was hast du für einen Bezug? Also schon Nietzsche-Abende gemacht oder zu Nietzsche geforscht? Nee, hab ich noch nicht gemacht, aber Nietzsche, also Zarathustra, man muss Folgendes sagen, den hatte ich immer schon mit mir, aber es war so, ich habe ja früher so Lenin, Engels und solche Sachen gelesen, ja. Ja. Also Lenin habe ich so gelesen, eine Kritik des Empirikritizismus von Lenin, also das ist ein völlig schräges Buch. Und da war es ja sowieso so, in dem ganzen Umfeld war es so, Nietzsche auch von der katholischen Kirche aus, alles, also von den Kommunisten von der katholischen Kirche aus, Nietzsche war also No-Go. Ja, also später, aber das hat sich gewandelt, oder? Hat sich gewandelt. Extrem. Aber damals war es wirklich so ein No-Go und ich habe mich dann nie getraut, das zu lesen, weil ich da immer dachte, ja, das ist Gift, das ist ganz gefährlich. Ja, vor allem dachten ja alle, deine Schwester hat doch gesagt, er sei Nazi. Genau, und dann die Nazi-Geschichte. Genau. Weil das gar nicht stimmt, weil seine Schwester hat da drin rumgekritzelt. Genau. Gibt er jetzt diese kritische Ausgabe. Genau. Und dann habe ich irgendwann so mit 22 oder so, habe ich es erst, oder 23, 24, habe ich irgendwann das erste Mal dann den Zarathustra gelesen. Und muss sagen, der hat mich tief erschüttert. Also wirklich, also das sagt man oft, wenn man so, Buch, das hat mich erschüttert. Also, nee, das hat mich richtig aus dem Gleis geworfen. Ich war von dem Moment ab, war der für mich, das gibt's ja gar nicht, wie einer so denken kann. Ja? Also, weil er gefährlich denkt. Mhm. Ja? Weil er denkt, wo man sagt, der schneidet so Sachen an, wo man sagt, naja, also jetzt heute sowieso, das sind ja Sachen drin, die darfst du ja gar nicht mehr sagen. Ja? Also wenn du die sagst, da kannst du ja richtig Ärger kriegen. Aber das finde ich ja gerade interessant. Verstehst du? Also dass man sowas sagt, dass man Dinge ausspricht, weißt du, die dann was in Gang setzen, die was in Bewegung setzen. Du warst in der ganzen Welt als Schauspieler auch unterwegs. Oder? Also 90er Jahre Volksbühne war, glaube ich, eine wichtige Station. Ja, da warst du mehr als 2 Jahre in dem Theater. Nee, das war das erste Theater, auch dass ich dort eine Wohnung habe, was Sesshaftigkeit betrifft. Ja. Da die Wohnung in der Chausseestraße. Ja, wo ich weiß, was du für Miete zahlst. Ja. Das muss aus den 90er sein. da bin ich jetzt seit 25 Jahren in der Wohnung. Ja. Ja. Und wie viele Jahre warst du in der Volksbühne insgesamt? Also fest? Fest, ich war mal fest, mal als Gast. Ich habe immer gewechselt. Ja. Ja, und dann war ich irgendwann mal 3 Jahre weg, wo ich dann angefangen habe, Regie zu machen hauptsächlich. Ja. Und übrigens auch zum ersten Mal in der Schweiz, man darf es nicht unterschlagen, ja, in Luzern. Peter Karp, der Geizige. Genau. Das war meine erste offizielle Regie, aber ich habe an der Volksbühne gleich zu Anfang, wie ich dort angefangen habe, auch meine erste Regie gemacht. Mit den rausfallenden alten Weibern von Daniel Kams. Ah, ja. Das war ja praktisch eine ganz kurze Geschichte. Und daraus habe ich einen ganzen Abend gemacht. Da gab es damals in der Volksbühne noch das, aus der DDR her noch das Ensemble. Das waren 40 Schauspieler, Ensemble. Und mit allen 40 Schauspielern habe ich mit jedem, jeder spielte ein altes Weib. Jeder.
Wahnsinn, aber in der Christoph-Zeit gab es noch 40 Leute im Ensemble. Ja, 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 in der Anfangszeit. Wahnsinn, das hat sich ja total verändert dann. Der hat mir viel ermöglicht, das muss ich wirklich sagen. Ich habe dann Hamlet X gemacht, dieses Internetprojekt mit Filmen. Genau, das ist ja berühmt geworden. Da habe ich Hamlet X gemacht und dann habe ich... Gibt es, glaube ich, auch noch im Netz, oder? Hamlet X? Ja, 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 das läuft noch. Ja. Läuft noch als Website. Genau. www.hamlet-x.de. Ja. Ja. Wie war denn Basel da für dich? Also die Zeit habe ich hier nicht erlebt, natürlich. Damals? Ja. 81. Also viel Avantgarde, wenn ich es richtig weiß. Ja, 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 das war toll. Also ich habe hier, also zum Beispiel das, was... Wir hatten damals bei Kaiser und Architekt eine Soufflöse, die Magda Hans. Ja. Und die Magda hat mich dann mit ihrem Mann bekannt gemacht. Und die haben mich immer zum Essen eingeladen bei sich zu Hause. Und da war ich öfter. Und er war leidenschaftlicher Musikfan, Kunstfan. Der hat gemalt. Er war aber irgendwie Computerspezialist. Ich weiß nicht, bei der Roche oder bei Ziba Geigy irgendwo. Und der hat wie verrückt fotografiert, gemalt, hat eine Wahnsinns Plattensammlung gehabt und hat Bänder gehabt, also Musikkassetten von ganz seltenen Musiksachen, neue Musiksachen. Und über den bin ich ganz total in die neue Musik reingekommen. Bei dem war John Cage zu Besuch, den hat er fotografiert. Morten Feldman habe ich da kennengelernt. Wow. Ja, verstehst du? Also das war unglaublich, wer da alles in der Stadt rum. Dann gab es noch die Merit Oppenheim hier, die da in der Kunsthalle saß. Aber wie kommt das denn, dass diese Stadt... William Burroughs war hier. Wahnsinn. Ich habe ja auch fotografiert, habe Gedichte geschrieben. Ja, wollte ja ganz aufhören mit Theater. Ja. Ja, wollte ja ganz was anderes machen, wollte eigentlich mehr Fotografie und wollte auch Film machen. Und was hat dich so genervt im Theater? Das ist einfach zu eng. Naja, ich habe das Gefühl gehabt, ich konnte meine Ideen nicht umsetzen. Ja. Und ich hatte ganz bestimmte Vorstellungen, was ich machen möchte. Ja. Ja. Und hatte ganz andere Extreme im Kopf. Ja. Nein, das war damals natürlich eine wunderbare Zeit, auch eine freie Zeit irgendwie. Also ich habe mich hier, und auch was ich dann mit meinem Film gemacht habe, den ich zwar in Zürich gedreht habe, aber hier in Basel war so mein, also das war die absolute Inspiration, was ich hier hatte. Wieso hat das so lange gedauert, bis du dann wirklich Regie geführt hast? Naja, weil, ich muss ja ehrlich sagen, ich als Schauspieler habe ich immer sehr gelitten, ja. Ich weiß es nicht. Also es war, ich leide als Regisseur auch, wenn ich nachts nicht schlafen kann oder so. Da hat er immer eine Angst oder so. Ja. Weißt du, da können wir gehen. Das ist eine schöne Gasse da. Ja. Da wohnte damals der Erich Fischer, der Bühnenbildner. Der hatte da eine wunderschöne Wohnung hier, die da mit hinten mit dem Garten und so. Ganz toll. Als Schauspieler. Hast du dich da in der falschen Haut gefühlt? Habe ich immer Stress gekriegt. Und es lag aber daran, nicht, dass Schauspielerei nicht mein Ding ist, sondern ich war als Schauspieler für etwas gefordert, für was ich eigentlich, glaube ich, nicht gemacht war und wo ich mich auch reingezwungen habe. Natürlich habe ich einen gewissen Irrsinn oder so, wer hat den nicht, ja? Aber wenn du so unter diesem Dauerdruck stehst, ja, dass du immer, wie der Kippenberger sagte, jeden Tag ein Ohr abschneiden musst, ja. Weißt du so? Ja, aber als Regisseur habe ich plötzlich das Gefühl, dass ich im Theater angekommen bin. Ja, ja. Also weil ich plötzlich meine Vorstellung vom Theater auf einmal, was ich mir vorstelle, was Schauspielerei ist. Deswegen würde ich auch nie sagen, dass ich ein Regisseur bin. Ich würde eher sagen, dass ich nach wie vor ein Schauspieler bin. Mhm. Und dass ich als Schauspieler inszeniere. Ja, du bist sehr, sehr bei den Menschen, die das machen. Ja, ja. Und das ist mir ein Bedürfnis, ja. Weil ich liebe das Theater und für mich ist Theater sowieso das... Ja, aber da geht es ja auch los, in die Körper reinzuklettern. Genau. Und genau. Aus den Körpern was rauszuholen. Das ist ja bei dir wirklich auch total sichtbar. Also ich meine, selbst bei Opernsängern, die gehen ja bei dir ab wie Schauspieler. Also ja, wirklich. Ja, ja, ja. Das muss man erstmal hinkriegen, die so zu entfachen und auch auf so eine gute Art ins Spielen zu kriegen. Ja, es gibt ja nichts Schöneres als diese körperliche Lust auf der Bühne. Ja. Ja. Wahrscheinlich schwierig zu beurteilen, jetzt gerade bei Corona. Ja. Hast du das Gefühl, dass dieses, dass sich Basel diesen. Dieses Avantgarde-Feeling so erhalten hat? Kannst du das irgendwie beurteilen? Ich meine, es ist ja schon auffällig, dass dieses Theater schon auch sehr viel außerhalb der Spur des... Also ich sage mal, also Tosca kann hier 39% haben und Satya Graf und Philipp Glas bei 75% Zuschauer. Also das ist schon ein sehr besonderes Theater. Ja, auch, was ja, das war es immer. Also
das war immer so ein Theater. Ich kann es jetzt nicht beurteilen, ja, wie gesagt, weil man jetzt ja ist ja alles zu und ja. Man kriegt nichts mit, man ist auch nicht irgendwie, auch die Restaurants sind zu, die sind ja auch was ganz Entscheidendes hier. Ja, sehr. Und die Art läuft nicht, ja, also es ist alles jetzt gerade schwer zu fühlen. Aber ja. Man spürt trotzdem, wenn man durch die Stadt geht, merkt man schon, dass da was anderes ist, ja. Und du hast ja damals noch an der Komödie gespielt, also nicht im neuen Schauspielhaus jetzt? Ja, genau. Ja. Ich hab ja auf der großen Bühne da nie gespielt. Ich habe nur auf der kleinen Bühne, das ist Kaiser und Architekt. Das war das einzige Mal, dass ich da gespielt habe. Und dann habe ich zwei Sachen... Ah ja, und das habe ich noch nicht erzählt. Dann habe ich dort einmal eine eigene Performance gemacht. Also zwei. Einmal mit Konrad Beyer habe ich da eine Performance gemacht. Im Foyer von der Komödie. Und dann habe ich eine Performance gemacht, das war sehr merkwürdig, mit Bericht für eine Akademie sollte ich machen. Da haben sie halt gedacht, naja, das ist so ein richtig Schauspielerding, Bericht für eine Akademie, so Affen spielen und so. Und da habe ich gedacht, nee, das mache ich nicht. Stattdessen habe ich mir so einen Motorradanzug angezogen und einen Motorradhelm aufgesetzt. Und der Hans Schenker saß da nebendran und hat den Text einfach vorgelesen. Und währenddessen bin ich da in dem Foyer von der Komödie ununterbrochen mit dem Kopf gegen die Wand gerannt. Ungefähr 150 Mal, ja. Weißt du, am Theater hat man halt eine große Freiheit, wie es bisher war. Die meiner Ansicht nach gerade im Moment sehr in Gefahr ist, ja. Aber du warst Schauspieler, du hast Theaterregie geführt. Und was ist der Unterschied jetzt zum Opernregie führen? Ist da für dich ein Unterschied? Warum nicht? Warum nicht? Ganz einfach, weil... Für mich ist auch kein Unterschied zum Film, ja? Weil Schauspielerei ist Schauspielerei und Schauspielerei ist für mich grundsätzlich Musik. Ja. Also für mich ist Musiktheater der Begriff schon Pleonasmus. Ja. Ja, ist ein weißer Schimmel. Ja. Weil Theater ohne Musik für mich nicht denkbar ist. Also ich sage ja immer, das sage ich schon so 100.000 Mal, für mich der wichtigste Spruch ist von Duke Ellington, it don't mean a thing if it ain't got that swing. Ja. Ja. Also Bedeutung kriegt etwas erst, wenn es wirklich eine Schwingung hat. Ja, ja, also schau mal. Viele Dramaturgen oder Theaterleute, auch im ganzen Regietheater, für die ist die Interpunktion wahnsinnig wichtig. Ja. Ja? Und die Interpunktion ist für mich der Tod des Theaters. Ja? Ich muss den Klang der Wörter hören. Ja? Ich muss hören, was sie für eine Melodie haben, was sie bedeuten. Was ja auch dann wiederum in der Oper wichtig ist, ja, dass du merkst, dass die Sprache die Artikulation der musikalische Vorgang ist. Ja. Dass es eben nicht ist, dass man jetzt ganz genau, weißt du, so, aber es war jetzt auch schon wieder Musik, was ich gemacht habe. Dass das Teil davon ist. Also das heißt, Inhalt ist nicht, indem ich sage, ja, es muss das und das erzählt werden, sondern Inhalt ist, was höre ich da? Ja. Was höre ich da? Was klingt da? Sau guter Sound, den samplen wir und dann machen wir bam, bam, bam. Genau, passend zum Thema, weißt du? Ja, klar. Ja, das hört nicht auf. Das ist seit einem Jahr, ist man umgeben von diesen... Also... Wie kriegst du das hin bei den Spielern? Oder wie? Wann stimmt das für dich? Oder man sieht dich ja bei Proben ganz oft und sagt so, vielleicht ein Laie denkt so, hä, das war doch schon ganz gut. Und dann sagst du, nein, das muss noch mal. Diese Frische oder dieser Moment, um den es dir da geht, das ist ja eigentlich vor allen Dingen. Ja, weißt du, das ist jetzt ein ganz blödes Ding, weil wenn du mich fragst nachher, wie ich das gemacht habe, kann ich dir letztendlich nie wirklich sagen, wie ich es gemacht habe. Ich weiß auch nicht, woher die Idee kam. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich kann das nie sagen. Also ich könnte auch niemals... Aber du kannst sagen, warum es... rumrennen und sagen, ja, ist alles klar, ich weiß, wie man das macht oder so. Ich weiß es nicht. Ja. Aber ich glaube, dass du dich doch als Spieler in jemanden hinein vollziehst und wenn du eine bestimmte Form von Freiheit merkst, sagst du, das ist gut. Also das merke ich auch. Ja, klar, aber ich weiß immer nie, wie es dazu kommt. Ah ja, ja. Also ich weiß nicht, wie es dazu kommt. Also ich auch zum Beispiel, wie kam das jetzt dazu, dass ich plötzlich mit den Jungs da diese Skat-Szene mache? Ja.
Und da auf einmal ein Wahnsinnsballett stattfindet, ja, was sie da machen. Ja. Was aus denen so rauskommt. Ja. Ja? Und das ist halt, ich weiß es nicht, das Theater ist halt immer ein merkwürdiger Zauber. Ja? Also für mich sind Schauspieler Künstler. Ja. Ja, und nicht wie Derkon gesagt hat, er hat ein paar Schauspieler im Haus und dann will er noch Künstler dazu holen. Ja? Das, ich meine, besser geht's nicht, ja. Also, und das ist eben was ich nicht möchte. Ich möchte freie Menschen auf der Bühne, ja, sehen. Genau. Und nicht Geknechtete, wo ich, ja, merke, die sind jetzt gezwungen worden, das, ja, und das zu, ja, machen. Genau. Das ist ein unglaublicher Vorgang, mit dieser Anmaßung vor Zuschauer zu, ja, treten. Ja, Wahnsinn, Angst hat nichts verloren. Und ja, da hat man aber erstmal Angst. Ja. Also dieser Schritt auf die Bühne, ja, ja, das ist ein Wahnsinnsschritt, dieser, ja, eine Schritt. Ja. Ja, so wie der Schritt im Mond, wie Sie gesagt haben, dieser, ja, eine Schritt, in den, ja, dieser Schritt für die Menschheit und so. Und, ja, so ist es aber immer, verstehst du? Weil, ja, jedes Mal dieses Lampenfieber, was du hast, das ist immer angstbesetzt, aber dann, wenn du die Bühne betrittst, erfährst du diese Freiheit. Ja, da fliegst du. Weißt du, ja, das, wenn es zulässt. Das, ja, du musst es machen, du musst diese Konfrontation machen. Ja. Du musst als Kunst hat was zu tun mit Unverschämtheit, mit Unerschrockenheit, ja, mit Mut. Ja. Aber gleichzeitig bist du auch von Angst besetzt. Ja. Man muss sich konfrontieren. Ja. Und daran kommt keiner vorbei. Kommt keiner vorbei. Weil das können wir nicht sagen, dass wir irgendwann im Publikum sagen, Leute, ihr dürft uns aber jetzt echt nicht so eine Angst einjagen. Ja, ihr müsst schon wirklich mit allem einverstanden sein, was ich auf der Bühne mache. Sonst kann ich nicht auf die Bühne gehen. Weil am Theater ist sowieso interessant, dass am Theater spielen alle mit. Alle. Alle. Das ganze Haus spielt mit. Die Architektur und die Leute, die da drin sind. Ja. Und wenn du reinkommst und an der Pforte sitzt ein Idiot, ja, ja, ist schon mal schlecht. Ja. Weil die Pförtner sind mythische Figuren. Ja. Ja? Ja. Und wenn das aber Leute sind, die zugewandt sind und du kommst ins Haus rein, dann hast du schon ein ganz anderes Gefühl. Ja. Und dann mit den ganzen Abteilungen, ja, denen allen auch das klar zu machen, dass sie Teil des Ganzen sind. Ja. So, jetzt gehen wir mal rein in die Bude. Ja, Wahnsinn. Oder? Hier ist der Lampenschirm, der berühmte Lampenschirm. Wahnsinn. Hallo. Was habt ihr denn da gebaut? Ja, keine Ahnung, da hat sich jemand gewünscht. Komisch, so ein gewünscht. Zeug. Also ja. Das ist ja ein bisschen übertrieben, oder? Ja. So ein Lampenschirm gibt es doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht, sowas. So völlig unrealistisch. Das ist eine kleine Nachttischlampe. Ja, ich freue mich drauf. Ja, hier liegen alle schon deine Sachen rum. Guck mal, hier der Bühnen, der Boden. Oh ja, super. Oh, guck mal. Mit deinem berühmten Spiegelmaterial. Fantastisch. Muss immer ganz. Weißt du, du musst dir mal überlegen, wenn das Ding sich da drin spiegelt. Ja. Das gibt ja auch nochmal, weil es geht dann noch. Muss die Kamera mal drauf gehen, weil das ist der Horror, der Boden. In allen Theatern, wo ich jetzt mit Herbert gearbeitet habe, müssen dann immer alle mit Filzpantoffeln drauf rumlaufen. Ja, die Techniker müssen alle Pantoffeln tragen, das machen sie sonst auch nie. Das finde ich natürlich herrlich. Und das ist eine Drehscheibe da drin. So, Zimmer, Intermezzo. Machst du jetzt hier, ja, ein Stück, was super selten gemacht wird. Ja, warte, Entschuldigung. Und wo Strauss ja versucht hat, so ein, auch so, der wollte eine Spieloper wieder machen, die so ganz realistisch ist und hat einfach eine Geschichte von sich und seiner Frau genommen und die maßlos verkomponiert. Und man denkt, was ist denn das für eine Beiläufigkeit und warum interessiert dich denn so eine Nichtigkeit? Also das ist, also jetzt mal vom Stoff her, das ist doch eigentlich ein Stück, wo man denkt, was passiert denn da schon? Ja, das ist ja das Faszinierende am Theater, dass du zum Beispiel gerade Nichtigkeiten oder Trivialitäten, ja, so aufpumpen kannst, ja, dass da plötzlich was ganz anderes ist. Also es ist ja praktisch, wie wenn du irgendeinen Stoff hast, einen komplexen, einen simplen Stoff und gehst ganz nah heran mit einer Kamera und siehst dann plötzlich die ganzen einzelnen Fasern und alles mit dir. Ja. Also irgendwie, weißt du, so in was tief reinsteigen. Und für mich ist ja dieses Stück, ich habe das ja zuerst fast wie durch diese Inszenierung, die ich da gesehen habe, auf Filmen, hatte ich das Gefühl, das ist so ein bisschen so boulevardmäßig, wird das so abgefeuert, was ja völlig. Also wahrscheinlich harmlos, es wird nochmal harmlos gespielt. Ja, genau. Ja. Und das ist dann auch, wo ich sage, irgendwie habe ich das mit Strauss nicht zusammengekriegt. Ja. Wo ich auch gezweifelt habe, ob es richtig ist, dass ich das mache. Ja. Ja. Und dann habe ich aber gemerkt, dass das Stück, wenn man es sich genau anguckt, dass das ziemlich heftig ist. Ja. Ja. Dass es eigentlich für mich
ein Strindberg ist, ja, genau, was er da geschrieben hat. Und das hat es phänomenal geschrieben. Ja. Also Dialoge, wie der Dialoge geschrieben hat, das ist... Und das hat er selbst geschrieben in dem Fall? Ja, natürlich. Und das ist ja das Unglaubliche, dass das eigentlich auch als Stück durchgeht. Ja. Dass du das ohne Musik auch machen könntest. Ja. Ja, es ist ein richtig gut gebautes Ding. Ja. Also auch dramaturgisch interessant. Ja. Jetzt gehen wir nochmal rüber zu Stefan. Okay. Der da ist er schon. Der will auch Dinge über dich erzählen. Ihr kennt euch schon. Okay. Hallo Stefan. Hallo Stefan. Hi. Na du? 1981, hey? Ja. Bühne. Ja. Architekt und der Kaiser von Assyrien. Und da hast du gearbeitet auf der kleinen Bühne? Da bin ich als Mushilfrohr für das Stück. Ach echt? Ja. Dein erstes oder was? Nein. Ja, also noch nie im Theater. Also noch nie im Theater gesehen. Nein! Also den Nachgang. Und dann gleich sowas? Ja, eine Stunde. Hey. Ich bin aus einer Werkstatt gekommen und ganz aus einem anderen Betrieb. Ja. Dann ist das so abgegangen. Erzähl mal bitte. Also da ist einfach der Architekt und der Kaiser von Assyrien. Da hat es natürlich eine Gruppe Leute gehabt, die das nicht so toll gefunden haben, da in Basel. Das hat so eine politische Aktion gehabt, die eigentlich immer ein bisschen gestört hat. Da haben wir oft so einen Bombenalarm gehabt. So Bombenalarm, ja. Mussten das Theater, was heißt denn Bombenalarm? Das, ja, das muss das ganze Theater geträumt werden. Ja, dann ist die Feuerwehr kurz oben. Und nachher müssen alle ins Publikum raus müssen und ist alles angeschaut worden. Was? Ja. Es ist dann jetzt eine Partei, ich weiß noch, eine nationale Aktion, die gibt es glaube ich nicht mehr in Basel. Ja, genau, nationale Aktion. Nationale Aktion, die ist so am Hochklopfen. Ja, und die Trudi Gerster. Jo. Du hast dein Rahmenprogramm immer noch gehabt, so ein bisschen dabei. Im Foyer, da macht man noch in dem Foyer. Mit dem Helm? Mit dem Helm war das auf der Stage. Von der kleinen Bühne hast du mal etwas gemacht auf dem Stagenhaus. Konrad Bayer, 6. Sinn. Ja, genau. Ist das im Foyer von der Komödie? Das war im Foyer von der Komödie und auch das andere mit dem Helm, weißt du, wo ich den Bericht von der Akademie gemacht habe, wo ich an die Wand gerannt bin. Ja, ja. Ne? Das habe ich alles im Foyer von der Komödie gemacht. Da bin ich doch aus dem Aufzug rausgekommen, raus und dann direkt kerzengerade auf die Wand zugegangen und immer dagegen gerannt. Und dann hast du den Film noch gesehen, die Suppe. Die Suppe, genau, habe ich schon erzählt, wo im Blick so ein Riesenskandal war. Ja. Da war auch geschrieben worden, es ist am besten Samstag der Zeit, am Sonntag oben auf dem Schweizer Fernsehen kommt so ein Film. Ja, am Sonntagabend. Also, und war das normale Spinnen von Schauspielern für dich damals? Oder was? Also ich habe nicht alles verstanden, aber es ist interessant gefunden. Ja. So wie heute. Wir sind ja klar. Ja, so muss man ins Theater gehen, nicht alles verstehen, aber irgendwie interessant wird. Genau. Das ist ja wirklich. Für Leute, die neu ins Theater kommen, ist eine wichtige Regel. Ja, dann immer noch müssen eine Schlange holen für die. Ja, genau. Im Zolli. Das ist mit der Plastiktüte. Ja, mit der Plastiktüte. Das ist ja nicht so. Man hat das Fett wie Nahrampe und so müssen machen. Dann sind wir auf den Zolli gegangen und der Zolliwarter hat uns die Schlange gegeben. Und wir hatten immer noch einen Spachtel gegeben. Er hat gesagt, wenn sie dann bist, dann lässt sie ihn los. Dann musst du einfach in den Käfer reindrücken und aufmachen. Oh, wow! Ja, Stefan, vielen Dank. Ja, danke schön. Stefan, wir sehen uns. Ja. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss. Sag mal, und jetzt, guck mal, dreh dich mal um. Jetzt wirst du jedes Jahr hier sein, 5 Jahre lang. Und hast du Angst vor diesem Zuschauerraum? Ja, schauen wir mal. Vor den Baselern. Schauen wir mal, ob sie mich nicht vorher schon rausschmeißen. Ja? Ob ich vorher schon rausgeschmissen werde. Das können wir ja nicht wissen. Weißt du? Aber. Nein, ich finde, erstens mal, also das ist ja immer das Tolle an Bühnen, wo man auch Lust hat zu spielen, ja? Ja. Also das sehe ich ja immer sofort, wenn ich auf so eine Bühne gehe, ob ich jetzt Lust hätte, hier zu spielen. Und das ist natürlich sagenhaft, ja. Also es ist... Das ist toll. Wo du sagst, hier schon alleine auf der Bühne zu stehen, das war ja auch eine Volksbühne so toll, weißt du, wo man so das Gefühl gehabt, das ist ein so Wahnsinnsgefühl, sehr weit, so zu stehen und hier loszulegen, ja? Ja. Weißt du, und hab das... Platz. Das ist toll, und weil du hast das Gefühl, was Spaß macht, ist dadurch, dass du das Gefühl hast, du bist in einem Wohnzimmer. Also du hast ja nicht das Gefühl, dass es jetzt von wahnsinnig Tiefe, gigantisch ist, sondern das ist ja groß, ist riesengroß. Aber so weit. Aber die Art, wie du jetzt hier stehst, hast du das Gefühl, du bist intim mit den Leuten. Ja. Ja, also das ist ja durch diese Größe, wird es ja eher intim. Ja, durch die Breite, ja. Ja, weißt du? Total. Und das geht an einen Schauspieler aus Hamburg auf der Bühne so. Da denkst du auch, du bist im Wohnzimmer von Leuten. Und hier auch, ja. Das ist einfach toll. Also da kriegt man Lust, was zu machen. Ja. Und das, die Bühne fordert raus, ja. Also das ist ein super Vorgang.